So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport Nummer 5. Ich tue gerade den Akku meiner Maus wechseln. Na. So. Geht die Maus? Ja, geht. So. Den Akku stecken wir wieder ins Ladegerät. So. Gut, es geht weiter. Wir fahren ja heute in der Schweiz. Lecker Schweiz. Ja, können wir uns gleich ein bisschen Schokolade mitnehmen. Leichter Burnout. Ich würde gerade am liebsten das Lied von dieser Sängerin mal einspielen, wenn du es nicht gesehen hast. What? Da! Das werde ich vielleicht im nächsten Rennen machen. Da werde ich dann mal, das Lied im Hintergrund laufen lassen. Ich werde es natürlich, ich weiß nicht, wie ich es reinlaufen lassen soll. Soll ich es gleich mit aufnehmen oder extra reinschneiden? Das ist jetzt ein bisschen improvisiert. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Außerdem, ich muss erstmal gucken, ob das Lied überhaupt GEMA-frei ist, weil sonst beschwert sich da wieder eine Firma. Die Verinhalte vom Drittanbieter und deiner Mutter ist vom Drittanbieter. Ich verstehe das sowieso nicht unbedingt, was die GEMA eigentlich dagegen hat, wenn man, ich sag mal, ein bisschen so die Lieder verwendet. Ich meine, man hört sie. Ja, allgemein, man kaufte sich, natürlich. Aber, ich sag mal, wie soll man denn bitte, wenn man zeigt das auf YouTube, aber vermischt mit anderen Audioformaten, sprich mit meiner Stimme und diesem Spiel beispielsweise, so dass man den Song nicht unbedingt hört. Oh, ich muss aufstoßen. Dann ist das doch eigentlich egal, warum. Dann ist das ja egal. Warum. Oh, fuck. Warum man das Video dann unbedingt sperren muss. Oder sperren darf. Wenn das Lied von vorne bis hinten nicht komplett gezeigt wird. Oh, nur das Lied, keine anderen Audioaufnahmen. Dann kann man das sperren, das sehe ich ein. Aber wenn man das jetzt mit mehreren Audioformaten vermixt, beispielsweise halt beim Let's Playen, dann tut es mir leid, ich weiß es nicht. Boah, ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir jetzt für die 3 Wochen echt, ob ich mit Minecraft anfangen soll. Das wäre unglaublich geil. Boah, Vorsicht. Ah. Soll ich das machen? Uah, Vorsicht. Das wird, weil... Ich sag mal, mit Minecraft anfangen. Es haben halt schon unglaublich viele gemacht, ne? Von daher lohnt sich das nicht so unbedingt. Aber das wäre ein super Spiel für die. Oh fuck. Zeitüberbrückung. Einfach jetzt über den Urlaub hin. Danach weiß ich gar nicht. Ich will gar kein großes neues Spiel anfangen, weil. Obwohl es dauert aber nach dem Urlaub noch locker mal 2 Monate, bis halt. Far Cry 4 da ist und dann kommt ja auch noch Forza Horizon 2. Und Forza Horizon 2 will ich diesmal unbedingt durchziehen, weil ich habe ja beim 1er schon so groß verkackt. Das ging nur 8 Folgen lang. Also mit Forza Horizon 2, ich will das unbedingt diesmal durchziehen. Ich will es. Oh Gott! Diesmal unbedingt durchziehen. Alter! Also wenn das Auto einmal rutscht, ja, das kriegst du nicht mehr gefangen. So, lieber um die Kurve rollen und wieder Gas geben. Ich
Ich glaube, ich fange dann nicht mit Minecraft an. Das wäre natürlich dann ein bisschen blöd, weil mit der neuen Version, ich habe schon ewig kein Minecraft mehr gespielt, da ist kein Texturenpack drin, kein Shader-Mod, nichts. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal einen Texturenpack reinkriege. Jetzt, dann werde ich vielleicht jetzt 7 Aufnahmen machen von Minecraft fertig. Dass ich dann vorm Urlaub, bis zum Urlaub, ich habe mir extra noch 3 Tage mehr Urlaub genommen, nur für euch zum Aufnehmen. Da werde ich dann Mittwoch werde ich komplett den ganzen Tag aufnehmen, Donnerstag den ganzen Tag. Und dann wird das folgendermaßen ablaufen. Ich werde dem Herr Dreamtex meinen kleinen Rechner hier geben mit der Festplatte, wo die ganzen Sachen drauf sind. Und er wird die dann für mich hochladen, weil wenn ich Mittwoch aufnehme, Donnerstag aufnehme, Freitag alles rendern und Samstag fahren und hochladen, das passt nicht ganz. Und da, wo ich im Urlaub bin, ich habe extra darauf geguckt, dass da kein WLAN ist, weil ich halt mal, Ruhe. Weil warum, ich brauche nicht in Urlaub fahren, wenn ich dann wieder Internet um mich rum habe, dann brauche ich auch nicht in Urlaub fahren unbedingt. Ach, Rennen ist ja schon vorbei. Wie lang geht die Folge? 6 Minuten. Das ist schön, so kann man immer so 2 Rennen zeigen und dann die Aufnahme beenden und man ist immer so um die 15 Minuten rum. Das will ich jetzt sowieso machen, weil ich halt im Urlaub bin, versuche ich mich auf 15 Minuten Folgen zu beschränken. Damit ich einfach mit dem Hochladen gut hinterherkomme. Schon wieder der Yas Marina Circuit. Die sollten mal langsam mehr Rennstrecken mal wieder reinbringen. Das fehlt ein bisschen. Und bitte nicht als DLC. Das ist so scheiße, Microsoft. Echt, ey. Wenn dann als DLC, dann auch bitte, dass man das mit Microsoft Points oder so bezahlen kann. Aber nicht mit der fucking Kreditkarte. Darum zahle ich nicht. Weil erstens, ich habe keine Kreditkarte und ich will auch keine. Bitte macht einfach mal, dass man mit... Wie bei iTunes, man legt sich da 15 Euro an mit diesem scheiß Code und das war's, man kann den dann verprassen. Macht es doch bitte auch so, Microsoft. Bitte. Gott, mit dem alten Ding auf dem Yas Marina Circuit, die Dubaianer, die sagen auch, die sind doch bescheuert. Aber ich glaube, ich werde dann nach der Aufnahme, ich werde dann Crysis weitermachen. Crysis habe ich ja ein bisschen aussetzen müssen wegen Zeitmangel. Werde ich Crysis ein bisschen ausfallen lassen erstmal. Beziehungsweise habe ich ausfallen lassen und werde es heute wieder aufnehmen. Und wenn ich dann Crysis fertig habe, dann mache ich, glaube ich, mit Minecraft weiter. Das heißt, es gibt dann 3 Let's Plays. Vorerst und vor dem Urlaub werde ich dann Forza pausieren. Und werde dann mit Crysis und Minecraft weitermachen. Und ich muss dann natürlich gucken, dass ich vielleicht eine kleine Musikplaylist zu Minecraft, oh fuck, zu Minecraft anlege. Auch wenn der Minecraft-Sound ganz schön ist, aber ach, das ist der Rückwärtsgang, kein Wunder. Traut sich nicht. Oh, verbremst. Ich hätte mal die Motorbremse mit verwenden sollen. Es ist schon krass, dass bei, ich sag mal, so einem Auto, bei so einem alten Auto vor allem, der erste Gang bis 100 km/h geht. Und beim, ich sag mal, beim Lamborghini nur bis 80.
Brems. Ich würde so gern in den Tuning-Einstellungen mal die Bremskraft von dem Auto hier erhöhen. Oh, oh Scheiße. Vorsicht. Schon wieder rückwärts gekommen. Das wundert mich sowieso, dass man bei 20 km/h vorwärts einen Rückwärtsgang einlegen kann. Da gibt es da eine Sperre. Ich, also bei meinem Auto, ich kann nur Rückwärtsgang einlegen, wenn ich stehe. Ach nee, noch eine Runde. Ah, ich mag die Strecke hier irgendwie nicht. Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen still geworden. Schöner Slide. Ich hoffe, man hört den Controller nicht allzu stark. Vorsicht. Komm schon. Nein, das gibt's doch nicht. Im Windschatten. Jeder verbremst, das ist doch. Ich glaube, hier schaffen wir diesmal kein Gold. Diesmal nicht. Scheiße, ey, schon 1 Uhr. Ich muss den ganzen Fuck heute noch rendern. Ich meine, Minecraft hat Zeit. Boah, tut. Nein. Wieder einen Platz verloren. Hätte ich meinen Gallardo, würde ich die alle fertig machen. Und mit dem kann ich um die Kurven fahren wie kein anderer. Ich bin um echt so ein richtiger Lamborghini-Fan. Ich finde die Autos total geil. Auch wenn man sie nicht unbedingt kaufen kann, weil sie halt scheiße teuer sind, aber okay. Gibt schon. Wow. Der erste schon im Ziel. Fünfter. Ah, schlecht. So schlecht. Mist. Eieieiei. Naja gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Forza Motorsport 5. Das wird dann schon die letzte für die heutige Aufnahmesession sein, weil ich ja schon ein bisschen vorproduziert habe. Ich habe mal geguckt. Zufahrerstufe 192. Nice. Gut. Ah.
Gut. Gut, gut, gut. Gut, dann bis nächste Folge.